wish you didn't mean it. Under attack, running far, far away. And I'd rather keep my distance from you. You don't gotta lie to me to get through. Push and pull me off into the deep. And let's pretend that nothing ever happened on that night.
Grüß euch die Madeln, servus die Boom, einen schönen Donnerstagabend. So, wieder mal bei mir, wieder mal mit Raft. Ich freue mich wieder extrem drauf, weil heute spielt wieder Keeper mit. Auf das freue ich mich wieder am meisten. Ja, Franzi kommt dann später hinzu, weil sie ist gerade noch mit der Realität beschäftigt. Ja, Leon, dennoch schön, dass du vorbeigeschaut hast. Ja, auch. Auf jeden Fall viel Spaß bei deinem Projekt. Franzi ist sogar schon da. Okay, Franzi ist schon da. Es tut mir leid. Ist da. Wie sie da hier halb ausflippt. Meinte sie. Gerade beschäftigt. Tut mir leid. Okay. Nichtsdestotrotz, wir werden heute weiterspielen auf unserem, was wir gestern gestartet haben. Mal sehen. Weil wir heute. Wir haben auch eine der großen angeschickt, dass wir eigentlich anschippern. Immer weiterfahren, weiter beginnen. Aber meiner Meinung nach würde ich sagen, lassen uns lieber Zeit mit der Story. Nicht, dass wir alles nach und nach gleich alles freischalten, dann wird es dann extrem wieder langweilig. Sage ich euch gleich. Lasst uns Zeit. Mein Mikrofon spinnt schon wieder. Was heißt, mein Mikrofon spinnt? Es funktioniert. Okay. Nichtsdestotrotz. Sage ich einmal hallo, hallo. Hallo. Was heißt hier, mein Mikrofon spinnt? Das gleiche Problem wie gestern wahrscheinlich. Jetzt geht's auf einmal wieder? Also im Stream kamst du ein bisschen abgehakt rüber. Jetzt auch oder geht's jetzt so wieder? Jetzt geht's gerade. Jetzt gerade.
Generell. Hallo. Egal, wir werden das irgendwie schon hinkriegen. Wahrscheinlich liegt es irgendwie an der Einstellung, aber wir werden alles hinbekommen. Aber komischerweise, wenn ich leise rede, aus, gerade. Aber wenn ich dann wieder so rede, ist ja klar, dass er dann halb ins Rot reingeht. Frag dich nur, was da schon wieder los ist. Aber wie gesagt, wir werden das dann, ja, und rausfinden, was los ist. Ich werde mal die Welt laden, damit ihr dann einjoinen könnt. Auf die vegane Insel natürlich. Diesmal lassen wir natürlich Friendly Fire aus. Oh. Mit dieser eine Folge lassen wir Friendly Fire aus, weil wir haben ja gestern gesehen, was dabei rauskam. Da ist keiner gestorben dran. Doch nicht. Doch nicht. Aber wie gesagt, noch nicht. Mal schauen, wie es heute abläuft. Oh. Macht gerade das, was will? Überhaupt nicht. Jetzt. Komm, Maus. Ah, Maus ist da. Okay. Da, perfekt. Halten wir jetzt mal live auf. Da, schönes Schiffchen. Joinen. Bin unterwegs. Anka ist sogar noch gerichtet. Selbst nach dem Neustart ist Insel, was wir gestern gesehen haben, nicht hier. Einfach nicht. Hallo. Hallo. Soll ich ein bisschen Haifisch holen? Kannst du? Kann man ja zum Glück so schön hinterher schwimmen. Ich glaube, ich sollte mir ja doch den Fallspeer machen und dann bei ihm, ne? Weil ich, geht auf jeden Fall schneller. Ich hab bei mir gerade hier den Wing erfunden. Malen Speer hier. Den Holzspeer brauchst du ewig. Ah, okay, ich muss nochmal raus. Wo denn? Weil er die Mods nicht geladen hat. Wie kannst du nur das machen ohne Mods? Ich habe ja ganz normal mit Launcher gestartet. Wenn der nicht wollte, kann ich nichts dafür. Du weißt schon, dass du zuerst F10 drücken musst, dann auf Select Mode, dann draufklicken musst und dann mal alle laden lassen. Was denkt der Herr bitte, was ich gemacht habe? Einmal nicht das Richtige. Haben wir denn da? Oh, was haben wir denn da? Oh. Mr. Blaubeere, auch die einen wunderschönen Abend. Nochmal nachträglich. Hi, Fisch. Oh, die Axt. Doch, aber die konnte ich nicht lernen. Also, sie wird mir sogar angezeigt, aber wenn ich auf Lernen drücke, dann passiert da nichts. Axt? Hab ich dann? Ich schon. Aber wenn ich dann auf Lernen drücke, passiert nichts. Ach, weil ich sie ja selber noch. Ich habe vergessen, mit den Apps noch einzuschmeißen. Darum passiert nichts. Ich selbst muss den ja auch bei mir aktiviert haben. So. Ja. Aber immerhin. Der Haken. Die Schaufel. War ganz schön teuer, das Zeug. Ja.
Aber der Bogen sieht der Pfeil sieht nice aus. Da kriegst du gleich 6 Stück für ein. Ein Titanium kriegst 6 Stück, da brauchst du aber auch 6 Federn und 3 Honig haben. Das heißt, das werden wir dann erst, wenn wir Honig haben. Honigwaben? Nee. Ja, doch. Du brauchst Honigwaben. Geh ins Inventar und geh mal auf die Titanium-Pfeile. Ja, bin ich. Honigwaben. Bei mir steht Titanbahn, Planken und Federn. Ja, bei mir steht Honigfarbe dabei. Kannst du gerne im Stream schauen. Ja, bei mir aber nicht. Sehr interessant. Dass es so unterschiedlich ist. Ja, vor allem selbst beim Haken muss ich bei dem Titanium-Haken brauche ich Honigwaben 12 Stück. Nee, ich nicht. Und bei der Schaufel auch nicht. Bei der Schaufel brauche ich 10 Honigwaben. Warum? Ich glaube, wir müssen das mal aktualisieren, dass wir beide mal dasselbe haben, ne? Würde ich mal so annehmen. Ja, wahrscheinlich. Am besten machen Streamer kurz Zeit nehmen, sich zusammensetzen und dann aktualisieren. Also ich habe auf jeden Fall, bevor ich gestartet habe, erstmal die Mods quasi geladen. Ja, das habe ich ja auch. Aber scheinbar habe ich noch eine ältere Version drauf. Kann sein. Sieht's aus, wenn wir weiterfahren? Hast du die Insel letztens noch gelootet und... Ja. Gut, dann... Aber da müssten wir... einmal um die... Jetzt schon rüberfahren. Ungefähr. Weil wir ja doch jetzt die Richtung müssen. Ja. Wegen Bohrinsel. Kann ich auf rüberfahren? Ach, wird doch nicht. Ah. Mann. Wenn ich das Segel so setze, fahrt er ja vorüber. Zur Not müssen wir ja dann paddeln einfach. Hätten sie etwas Holz für mich. Bitte können Sie ein bisschen deutlicher reden. Haben Sie bitte etwas Holz für mich. Das werden kollidieren. Uff, das ging aber echt knapp, Anzi. Millimeterarbeit. Oh ja. Guckt euch das an, wie knapp. Das nennt man Augenmaß. Oh, sie brauchen Holz, oder was? Was machst du mit so viel Holz? Ich gebe dir jedes Mal 100 Holz. Jedes Mal. Auch Holz. Ja, kochen und schmelzen. Was so viel Holz kostet? Ja. Kann ich mich. Aber okay. Ist das halt so. So, dass ich hier meine Baumfabrik habe. So, bestes Beispiel, du hast mir 100 Stück gegeben. Ich bin einmal rundherum gegangen und habe jetzt nur noch 61. Sind aber 8 zu viel, zu wenig. Da machst du was falsch. Nö, sonst wird hier noch weiter. Ach so, das muss, ja, Entschuldigung. Ah, der Groschen scheint gefallen zu sein. Mhm. Ja, ich hab zu wenig geschlafen. Sieh's mir nach. Ja. Jetzt kommen wieder die Ausreden. Schlafen und... Die ist klar. Weil deine Tochter zu früh wach war, oder? Mhm.
So, Franzi. Meine Tochter der Meinung war, früh um 8 Uhr Mama aufstehen. So, Franzi. Der hier. Ja. Ist nur für Kochen, für. Ich schon wissen was. Ey, Chef. Mach mir jetzt ein großes 6x6. Ja, gut. Größeres. Ah, dazu. Ja. Schon ein großer Unterschied, oder? Dann 6x6. Dann 4x4. Hm. Wo hab ich die Melone her? Lol. Oh, geil. Auch. Einmal das hier. Guten Abend, ihr Hübschen. Einen wunderschönen guten Abend, Sweetie. Schön, dass du vorbeischaust. Freut mich. Auch ein. Unbedingt hier die. Wir wieder Mango zusammen bekommen. 2, 3. 3. 3. Wachset meine kleinen. Bitte? Ich sehe die Bohrinsel schon. Ja, ich auch schon. Aber wir fangen, glaube ich, ein bisschen dezent vorbei, oder? Ja, wir auf zu. Hallo. Hallo. Fertiges zum Essen? So, haben wir das geschnattert. Aber ist dir was aufgefallen, Kiba? Was meinst du? Wenn wir zu Boinsel fahren, ist eigentlich so gut wie nie eine Insel in der Nähe. Ja, das stimmt. Ich hoffe, es geht euch gut. Ja klar geht es uns gut. Mit leichten Kopfschmerzen, aber hey. Ich hoffe, den Damen geht's auch gut. Reden nicht mit. Ja, ja, also mir geht's auch gut. Mir auch. Okay. Ja, wir fahren leicht dezent vorbei. Aber ist nicht so schlimm, oder? Ich kann ja schnell schwimmen. Ich könnte jetzt noch so steuern. Jetzt nur die Frage. Fahren wir überhaupt noch? Siehst du doch am Wimpel, wie der Wind steht. Anziehen. Du mit dem Wind fährst oder gegen den Wind? Ja. Weißt schon, dass das hier gegossen werden muss. Ah, scheint so, ja, weil da kommen jetzt die Drops. Da kommen schon die ersten Drops. Die kommt hier angeschwollen wie ein Weltmeister und sie ist da. Man zählt euch das an. So muss doch ein Profi-Schwimmer mal bei uns mal hier im Schwimmwettbewerb mitmachen. Die müssen sich echt mal eine Scheibe hier abschneiden, ja. Im wahrsten Sinne des Wortes. Nee, bitte nicht. Lass mich mal im Ganzen. Oh. Ich glaube, dass wir mal dagegen arbeiten. Was? Jetzt wieder. Ja, und Anker ist gelichtet. Gerade. Hm. Heißt, wenn einer raufgeht, ist das für alle freigeschalten, oder? Ja. Soll ich raufgehen oder gehst du schon rauf?
Ich bin hier unter Wasser. Ja, dann gehe ich. Sammel dir den Schrott und so, was hier noch so rumliegt. Alles klar, dann mache ich mich da auf den Weg. So war das nicht. Nein, so war das nicht. Oh, haben wir es geschafft. Nehmen wir hier den Schrott von da oben. Bobby Boat's gone. Bruce is after me. Gonna stay here until I found a way off the place. Mike. I got you. Der scheint irgendwie im Bruce nicht zu mögen. Ja, den Hai. Wer mag denn schon den Hai? Da ist ein Speer und den kann man zum Beispiel. Komisch. Er mag Brucey nicht. Schade, dass man wenn er vegan ist. Aber schade, dass man hier die Schränke nicht aufmachen kann. Ja, das stimmt. Da ist ein Telefon. Rufen wir mal die Küstenwache an, oder? Weil Strom ist ja da. Weil sonst würde hier kein Licht leuchten. Theoretisch. Ja. Dann kann man nicht einmal die Küstenwache erreichen. Schrecklich so. Die sind ja auch die einzigen Überlebenden. Oh, das ist aber neu hier. Guck mal. Neu. Ah, okay. Das hängen hier sonst nie. Trace. Bestimmt die neuen Koordinaten, oder? Trace. 8. Jänner, der Notruf wurde empfangen. Race? 8. Jänner. Erstellung des Berichts bekannt. Malaysia? Hat jetzt eine neue Notiz gefunden. Sorry. Ich bin hier unter Wasser gerade. Februar. Am ist Schlüssel in der Ferne. Angaroa. 4. Februar. Jemand spricht. Fleisch, schnell, um es zu verstehen. Rota Yankara. 6. März. Harrigan fand einen trockenen Ort. Das Wasser steigt und ein paar Plätze. 8. März. Mike, wenn du das liest, gehe nach Balboa, sofern es immer über Wasser ist. Gib Vorräte in die Speisekammer. Vorräte. Gefunden. Alles, dass man hier nicht einfach die Kletterpflanzen hochklettern kann. Alles so viel einfacher macht. Nee, was wir machen, wir müssen jumpen. Jump and Run spielen. Dass Franzi überhaupt nicht kleiden kann. Darum deswegen bleibt sie auch auf dem Floß. Ja, darum hat sie sich auch nicht freiwillig gemeldet. Hab ich recht, Franzi? Ich sag dazu nichts. Nur weil ich recht hab. Wie gesagt, ich sag dazu nichts. Aber da. Hier ist natürlich nichts. Gott, einmal. Wir hatten da jetzt ins Mikrofon reingepfaut. Entschuldigung. Und da ist ein halber Sturm. Ich lerne von den Besten. Ja, das hätte ich jetzt auch gesagt. So, was haben wir hier? Hier.
Kann man jetzt wieder wegschmeißen? Haben wir jetzt gibt's eine Kiste. Ja. Haben wir jetzt die Koordinaten? Ja. Boot sieht sehr komisch aus von da oben. Es ist noch sehr unfertig. Ja. Es ist. Fall. Wenn man es genau ansieht, glaubt man, das ist eine UT. Guck sie an im Stream. Ja. Oh. Ja, ne? So ein bisschen. Er hat wieder Au geschrien. Stress? Ja, da. Ja, und stech in deinen Flossen. Hallo. Komm schon. Ach, dafür haben wir jetzt bei dir wieder den Kompass vergessen, ne? Ja, ist nicht schlimm. Hai ist wieder tot. Mittelbar unterm. So. Ich höre, wie hier gearbeitet wird. Das ist richtig. So, das heißt, das kommt. Das kommt. Das kommt. Hast du jetzt fertig? Ja, wir können ruhig wieder weiterfahren. Wenn unten alles fertig hat. Ja, ja, ja. Was bedeutet jetzt der gelbe Strich? Ja. Noch gesehen? Gelber Strich? Ja, wenn du einschaltest. So den gelben Strich da? Mit dem blauen Punkt? Nee. Und bei mir? Warte, ich muss das größer machen bei dir. Ein gelben Strich. Ja, keine Ahnung. Ah, ist es das, was ich mir denke? Jetzt müsste der gelbe Strich gewandert sein. Tatsächlich. Du, der gelbe Strich? Geht an den gelben Strich, ja? Der gelbe Strich wird mir so dargestellt, wie das Segel ist. Wie wir fahren. Ah, okay. Also ich kann hier eigentlich fahren wir jetzt gerade. Das ist nice. Ach, du stellst das schon ein. Ja, warum nicht? Ja, weil wollte man nicht billig erfahren. Ja, wir müssen ja nicht gleich hinfahren. Ist, glaube ich, sowieso falsch. Ja, acht. Wir lassen uns ja treiben. Ach, die Bäume sind ja fertig. Oh, die sind aber jetzt. Hier habe ich jetzt fast keinen. Habe ich und Hunger. Oh. Also, laufen wir uns wieder. Ja. Dann Franz hat sicher. Eins. Drei. Fertig. Ach, wir haben eine Insel wieder links vor. Sofern sie nicht wieder verschwindet. Und da hinten hast du eine Kiste. Holz auch. Plastik. Jetzt
Schimmern. Bornferkel, Güße, was geht? Nicht viel, wir schippern schon wieder unten um und um. Und bin am Schiff hoch. Anzi, hab hier was for you. Liegt hinter dir. Ich danke. Das gibt jetzt massiv Holz. Na, 6x6 ist mehr als 2x2, ne? 4x4. Wir haben ja 4x4 gehabt. 6x6. Ja. Aber 6x6 ist auch mehr als 2x2. Ja, schon. Aber das wird jetzt sicher massiv Holz geben, ne? 6x6. Sie braucht ja eh Holz. Hab sie hingeschmissen. Danke, Daphne. Reicht das? Kann ich dir noch nicht sagen. Moment. Jo. Gerade so. Gerade so, ne? Mhm. Schauen wir mal, wie viel Holz wir jetzt rauskriegen. Denk dir mal früher, wo wir das noch nicht wussten, dass man hier das decken können. Viele Plätze das wieder wegnehmen. Hm. Ja, auf jeden Fall. Wie viele Kisten an Blättern. Oder an Eilen. Oder Stein. Stein habe ich irgendwann schon gar nicht mehr gesammelt dann. Oder Holz. Hm. Selbst Holz war immer voll dann. Ja. Lange ist es ja. Ja. Leicht rechts eine Insel. Eine flache. Ja, ich würde sagen, wir nehmen erstmal die. Ich würde Anker werfen. Welcher sind wir? Die linke. Ja. Ja. Erstmal was essen, was trinken und dann. Ich hab noch ein bisschen Platz. Kann dann auch gleich schauen, ob da wieder Titanerz ist. Das scheint aber viel. Und eine Höhle gibt es auch. So. Machen zuerst natürlich Rümeleine. Mal schauen, ob man vielleicht heute einen zweiten kompletten Stock zusammenbekommt. Wir müssen erstmal unten den Stock fertig. Ja, was uns fehlt, ist halt immer noch Plastik. Ja, das ist echt so. Plastik ist die Ressource, die was uns extrem fehlt. Und nachher haben wir es einen Überschuss. Ja, wenn wir dann wieder nichts mehr brauchen, weil wir fertig sind, ne? Ja. Ist immer so. Ich meine, ich könnte ja kurz Trash anschalten, damit mehr Trash kommt, aber das wollen. Nee. Wenn, dann wollen wir ja, dass das ehrlich erfarmt wird. Gelle, Franzi. Alles gut? Aha. Dass ich immer angesprochen werde, ich versteh's nicht. Gut, dann spreche ich dich halt gar nicht mehr an. Na, Keeper, wie war dein Tag heute so? Sehr entspannt. Ja, das ist. Auslernen. Wenn du Glück hast, kannst du auch bei so einer Insel auch schon mal den ersten Kugelfisch antreffen. Ja. Kann man da schon mal explosives Pulver rauskriegen? Da zwei Inseln. Ganz rechts und
vor uns rechts. So. Ein, drei, ein. Habt ihr mal. Hin. Kann man nämlich auch. Gut, ich gehe ganz rechts, weil vor uns rechts ist auch noch eine. Wir haben zwei rechte. Geh zu dahin. Okay. Ja, ich sehe es ja gleich dann, welche schon abgelootet ist. Den Bäumen her? Genau. Wenn du dann Pech hast, sind dann beide schon oben schon kahl. Ja, das habe ich mir auch gerade gedacht. Weil die hier ist ganz Hola, schön. Hola, einen wunderschönen guten Abend, Evi. Schön, dass du vorbeischaust. Freut mich. Ich hoffe, du hast es einen angenehmen Abend. Gut in die Ende vom Donnerstag rankommen. Du hast aber viel Erze. Oh, da waren drei Bäume. Jede Menge. Auf geht's. In der Zwischenzeit, wo du dann die Insta abfarmst, kann ich ja hinten deine Floß aufsuchen, weil da ist ein ehrenloses Flüsschen. Dann ein bisschen Kiste holen. Und das? Du hast Raft auch entdeckt für dich. Lese ich das gerade so richtig heraus? Ja, nice. Der Raft ist eigentlich recht entspannt und macht echt viel Laune, wenn man zumindest nicht allein unterwegs. Ja, das stimmt. Ich habe vorhin mal kurz eine Runde allein gespielt auf dem Laptop noch. Das ist nicht das Gleiche, ne? Nee, also ich habe dann auch irgendwann so, ach nee, jetzt hast du keine Lust mehr. Ja, mit ein paar Leuten zusammen spielt, hat man irgendwie kein Ende. Richtig, weil da ist dann wieder was, da muss wieder was gemacht werden. Ja, vor allem, wenn du alleine spielst, musst du halt ja auch irgendwie alles machen. Du musst für Essen sorgen, du musst looten, dann schwimmt wieder ein Haufen Loot vorbei und ja. Ah. So, bei der Insel habe ich jetzt recht oben gelootet. Ich schwimme. Mach mal. Ich bin schon bei der nächsten hier. Sehr cool. Ich schwimme mit einer Hand und mit der anderen Hand halte ich die Axt. Schafft man das in der Realität auch so? Ja. Und so elegant übers Wasser? Klar. Auf geht's. Ab. Was das sage ich? Los zurück. Wo ist der Hai? Den Hai haben wir vorhin getötet. Und einen wunderschönen guten Abend, Ragey. Oder Rage. Wie man es auch aussprechen möchte. Ragey, weil Doppel-E natürlich. Aber wie gesagt, der Hai, den haben wir vorhin geschlachtet. Ein Mikrofon. Oh, Leute, ich raste hier aus. Solange tot, wenn wir nicht in der Nähe von unserem Floß sind, nimmt er uns nicht hinterher, komischerweise. Damals auch bei Hardcore habe ich das mitbekommen. Wenn man sich zu einem gewissen Grad vom Bernd kommt er einfach nicht mehr hinterher. Nee, er bleibt eigentlich immer beim Boot. Er bleibt eigentlich immer beim Boot.
Muss nur weit genug weg sein und halt Glück haben, dass du es bis zur Insel schaffst. Ja, dann schwimmt er wieder zurück und dann hast du eigentlich eine Ruhe. Wenn du einmal auf die Insel drauf springst, dann schwimmt er zurück zum Floß und dann kannst du looten. Darf halt nur nicht zu weit weg sein, weil sonst stirbst du schon auf dem Weg zur Insel. Das genauso. Einen wunderschönen guten Abend, Nauti. Schön, dass du auch vorbeischaust. Ich hoffe, du hattest Spaß beim Sport. Wie gesagt, die Reichweite vom Hai ist eigentlich nicht wirklich so groß, wie alle glauben. Leute, ist heute mal wieder das Point. Wir haben schon die 500 Grenze erreicht. Franzi? Ja? Wieso sieht das so aus, als wäre da kein Wasser drinne? Weil kein Wasser drinnen ist, oder? Mhm. Denke ich mir. Da fehlt eindeutig Wasser. Das ist richtig, aber wir haben gestern ein Phänomen gehabt. Wir sind mit dem Floß gefahren. Neben uns, links und rechts, war ein Floß zu sehen. Beide nah genug. Und dennoch verschwindet aber dann rechts von links von uns das. Einfach so. Davon gibt es sogar einen Clip. Den kannst du dir gerne. Den könnt ihr euch gerne nachträglich anschauen. Ist einfach spurlos verschwunden. Obwohl die eigentlich regelrecht neben uns war. Aber weißt du, was das Lustigste ist heute? Ich habe ja heute mit Nauti telefoniert, ne? Über Discord. Ja. Kein einziges Mal hat das Mikrofon herumgesponnen. Kein einziges Mal. Ja, in Discord bist du ja auch gut zu hören. Ja. Nur im Stream halt. Also es ist das muss eine Einstellung sein bei OBS oder Streamlabs, was du da nutzt. Ja, Streamlabs OBS halt. Ja. Na, schauen wir mal ganz kurz rein. Aber das Problem hat mein Kumpel auch, dass der im Stream hin und wieder halt abgehackt ist. Und er hat keine Ahnung, wie er das lösen soll. Ja, weiß es auch nicht. Also ich habe das Problem nicht, weil ich mache auch über Streamlabs meine Aufnahmen. Ja. Habe ich zumindest noch keine Info bekommen. Wo befördere ich wo Wasser rein? Brauche ich nicht einfüllen. Das füllt sich von selbst auf. Das füllt sich bei uns selbst auf. Immer wieder voll. Das kleine Teil daneben, ja, ganz richtig. Und nein, Roman, ich habe nichts am Filter herumgespielt. Gar nichts. Dieses Teil hier füllt sich das hier ständig von selbst auf. Eigentlich nicht, überhaupt nicht.
haben das alle noch nicht gerafft. Einen kleinen Moment, ich bin gleich. Ja. Ja, da bin ich wieder. Bibi. Dankeschön. Bibi. Dankeschön. Dankeschön. Ja, wo sind wir stehen geblieben? B, B, alles klar. Danke fürs Anschreien. Ach, Ivi. Nein, überhaupt nicht. Hallo? Kenn ich nicht. Was? Wer ist Franzi? Ja, ne? Noch nie gehört den Namen. Ich auch nicht. Nee, niemals. Hallo, das ist Franzi. Was denkt ihr bitte? Nie und nimmer, Franzi. Wir müssen aber, ich Schlauberger habe jetzt alle Tränzel oben, ne? Keinen habe ich nachgeschaut mit dem Detektor. Ja, ist ja gut gemacht, dann kannst du das ja jetzt mal noch machen. Richtig, kann ich alles nachholen. Du traust dir was. Hey, ich bin auch nicht perfekt, okay? Also ich habe jetzt bei allen drei Inseln 47 Metallerz und 23 Kupfer hergeholt. Ach du ja, nice. Yay, Arbeit. So, wie du siehst, hier füllt sich automatisch auf, Ivi. Ganz von selbst. Aus Geisterhand. So, gut, dann gehen wir mal zu der Großen wieder. Claudia, ja, das ist Claudia, genau. Ich dachte Inge. Ach, Inge, stimmt. Ach, nee, Mensch, das ist Inge. Ist das nicht Rebecca? Nicht Rebecca? Fragen über Fragen. Wer hat die passende Antwort? Tschüss, hi. Das ist die nächste gute Frage. Na, Maria wird's nicht sein. Nein. Da drüben. Jetzt wahrscheinlich oben dran. Hey, Errungenschaft. Das heißt nichts. Anemo! An? Vielleicht vergessen. Höhle hast du gesehen, ne? Okay, ja, nee. Da war nicht wirklich was drin. Unter Wasser eine Mango. Ja, machst du gut.
Schmeckt doch super lecker dann. Ja, schön oder? Salzig. Also ihm mundet es, ne? Er frisst es runter, er kriegt Wasser dazu, er kriegt Nahrung dazu. Aber kein Schaden. Also das Wasser muss ihm echt gut tun. Hm. So, auf geht's. Welche Insel? Ach, da hinten. Machen wir es mal richtig. Nicht so, einfach drunter schwimmen. Okay. Was für ein Gameboy? Das ist doch kein Gameboy. Das ist ein Detektor. Mit dem kann ich Schrott oder Metallerz oder sonstiges auf der Insel aufspüren. Ah, seht ihr gleich. Oh, ein Tresor. Drei Titanerzen. Geil. Läuft. Gleich drei Stück. Gut. Danke. Der Soldat Franzi hat gewonnen und Ivy hat gewonnen. Herzlichen Glückwunsch euch beiden. Wupp, wupp. Das ist doch 100% Tom Turbos Überreste. Ihr mögt alle irgendwie Tom Turbo nicht, ne? Kann das sein? Ich weiß nicht mal, wer das ist. Was? Hm. Keeper. Mhm. Franzi weiß nicht, wer Tom Turbo ist. Wer ist Tom Turbo? Das ist jetzt euer Ernst? Ja. Und noch ein Tresor. Zählt die Ausrede, ich bin Dorfkind? Oh, da ist explosives Pulver sogar drin. Geil. Ja, wenn die zählt, dann zählt die bei mir auch. Das ist hallo. Hoffen wir es mal. Ja. Wir legen das jetzt einfach beide fest, dass das zählt. Genau. Macht ja. Macht mal. Mach, ja. Siehst du, sogar Ivy schreibt es. Kann es sein, dass ihr Anker gelichtet habt? Wir sind aber nicht jeder. Nein, haben wir nicht. Kannst ruhig auch, kannst ruhig schmeißen. Danke, also hoch. Attacke. Ach, was ich meine, Scheine, Hunger oder Durst. Danke. Hunger und Durst. Stell dir vor, Hunger und Durst. Ja, du traust ja was. Ja, hallo? Wenn schon, denn schon. Unmöglich. Das ist wieder unmöglich, ich weiß. Alles selbst ist so, ja. Wenn ich den jetzt google, sagt mir das überhaupt nichts. Was? Tom Turbo, das Fahrrad. Und nee. Thomas Brezina. Nee. Bitte was? Mal, wer Thomas Brezina? Nein. Okay, jetzt muss ich googeln, also jetzt reicht's. Kennt ihr die Knickerbockerbande? Nein. Lange her. Ich bin Ivy, kann es sein, dass sie hier nicht aus unserer Jahreszeit kommen? Ich wollte gerade sagen, ich bin knackige 26, also vielleicht bin ich noch zu jung. Du bist gerade mal 6 Jahre jünger als ich. Ja, das macht schon viel aus. Was eigentlich ich nicht. Eigentlich ich nicht. Ich bin ein Jahr jünger. Siehst du, sie ist nur ein Jahr jünger. Ihr tut mir so dem Herzen weh. Anhaft. Nein, du müsstest uns jetzt eher bemitleiden, dass wir die nicht kennen. Wenn die so toll was? Sein. Ich und Mitleid für euch? Ja, das stimmt. Das gibt's nicht. Der kommt jetzt mal weg und der kommt jetzt.
Weil wir machen uns jetzt hier einfach mal einen Bonus. Wir haben hier einen Bolzen. Dann brauchen wir Metallspeer. Davon drei. Noch eine Bolzen. Zack. Pfeile. Gehen hier. Haben wir. Machen das. Fünf. Zack, haben wir das drin. Schmeißen wir da wieder rein. Haben wie gesagt ein einziges Teil. Da rein. So, bitteschön. Deine Insel rechts von dir gesehen, Kiva? Nee, links. Sympathisch, man kann sich unterhalten. Das ist richtig. So, hast du mir 9 Plätze freigehalten? Ist alles voll. Was soll denn der Kack? Bitte einmal ausleeren hier. Oh, als ob man das nicht selber könnte. Ja, aber bei dir rechts von mir hatten wir das schon. Nee, rechts von dir. Jetzt hinter. So. Guck mal, jetzt links von dir. Ja, wo ein Baum drauf steht, ne? Ja, da waren wir noch nicht. Genau. Ja, die habe ich ja gemeint. Rechts von mir haben wir schon. Ja, weil du gerade entlang. Alle da hier geschwommen bist, sah so aus, dass du gerade rechts von dir gesehen die hast. Ach so. Aber egal. Richtig, Knickerbocker war Liebe. Ich habe die Serie, gesuchtet. Und ich habe sogar noch die Bücher davon. Ich glaube, die müsstest du mal mit. Jetzt, wo wir gerade beim Thema Serie geliebt. Ich habe heute Nachmittag einfach mal Disneys große Pause mal wieder angemacht. Was? Warum nicht? Kannst du nebenbei dudeln lassen, als ich meine Bilder sortiert habe? Why not? Ja. Richtig, richtig, wo die Rätsel noch im Buch drinnen waren. Das war das Highlight von dem Ganzen. Oh Mann. Allein die Knickerbockerbande, das war einfach Kult damals. So. Hat man früher als Jugendlicher so gefeiert. Und auch teils die Erwachsenen haben da mitgefiebert. Ah, alle sind gerade am Schnattern, okay. Erstmal die kleinen Fische, ja? Damit die mal wegkommen. Dürfen. Erstmal schlüpfen da. Dass ich einfach eine Wassermelone. Boah. Oder. Lammgeschmack. Kokosnüsse. Egal. Einmal, zweimal. Ja, wie gesagt. Aber das Ding ist, Thomas Pretzener macht keine Bücher mehr. Also, zumindest nicht von der Knickerbockerbande mehr. Und Tom Tubo ist auch schon ewig her. Schon so lange alles her.
Lass mich jetzt nicht gleich mal machen. Bei jeder Insel. Ich mich da jedes Mal erinnert, wenn ich dann zu einer gehe. Und wieder ein Tresor. Also wir haben heute Glück mit den Tresoren. Zwei explosive Pulver, dreimal Titanerz und einmal... Ja, könnte gerne so weitergehen, ne? Sieht cool aus, ja. Hm. Gott, zu der fahren wir dann eh sowieso vorbei. Hast du hier schon gelootet jetzt hinter mir? Also du bist gerade dabei. Aber bin gerade dabei, ja. Da landen gerade beide. Perfekt, wenn die jetzt beide landen. Beide tot. Da der Pfeil. Keine Ahnung. Wo ist da der Pfeil hin? Okay, kein Pfeil da. Aber das schmeckt. Zwei Tote oben. Fleischi, fleischi. Ja, bitteschön. Fleischi, fleischi. Mhm. Fertig. Nice. Hä? Okay. Sind die hin? An der Küste. Ah. Hast du schon aussortiert? Jo. Okay. Hier einmal Holz, hier einmal Holz, hier einmal Holz. Ja, aber wir brauchen Federn. Ist das jetzt ernst? Da will man sich einen Fisch nehmen. Was ist? Wird einfach weggenommen. Alles klar, ja, ist okay. Ja. Ist okay, ist okay. Ist okay. Ja. Wenn du sagst, wenn du mir nichts geben wollen, dieser ist okay. Ist okay. Ich muss jetzt hier machen einmal die Waffe für Franzi. Brauche ich wieder Schrott, Plastik. Ein Teil von dem, zweimal dem. Wer hat schon wieder den Plastik hier rausgenommen? Ich. Brauche bitte vier Plastik. Ich habe nur ein. Hä? Ich weiß nicht, ich habe ein bisschen erweitert. Da! Danke. Bitte. Ja, ich muss ja deine Puff-Puff machen. Hier, hier. Einmal Puff-Puff. Yay. Dann Steine. Seele. Gib mich Muni. Jetzt bleib doch mal ruhig hier. Nein. Nancy. Chill deine Base, oder ich krieg's nix von mir. Brav sein. Ich als bin brav. Gib die Muni. Muni. Seht ihr das, Leute? Muni. Seht ihr das, wie die aufgetreten ist? Die hat anscheinend Muni. Zu viel Kaffee-Intus. Nein, vier Tassen. Muni. Jetzt brauchst du es hier nicht. Von in den letzten zwei Stunden oder den ganzen Tag? Den ganzen Tag. Innerhalb von drei Stunden. Moni. Vier Tassen. Jetzt brauchst du es eh nicht. Gib ihm Frieden. Jetzt gib ihm Frieden. Ich bin hier bei der Arbeit. So viel gehäubst du es echt doch. Selber schuld. Aus. Viti versucht mal die Bank auszurauben. Oh, ne, dann mach ich mit. Ja, da musst du dich aber beeilen. Weil das auch so lange dauert. Das ist echt.
Wer alle mitmachen möchte, steht dabei, wie das funktioniert. Mal verliert man, mal gewinnt man. Es könnte aber allerdings auch an dem Mancherie liegen, nicht so nebenbei Mampfer. Ja, warum auch nicht? Es hat nun begonnen. Und Franzi ist die Einzige, die gewonnen hat. Wupp, wupp. Tut mir leid, Sweetie, tut mir leid. Jetzt ist wegen dir, Franzi, ja, Sweetie der Hofnarr. Ich glaube, da musst du dich entschuldigen bei ihr. Aber wir wissen ja, wie es ist, Franzi und entschuldigen, ne? Haben wir ja gestern festgestellt. Jetzt ist sie still, jetzt sagt sie gar nichts mehr. Siehst du, bei ihr schafft sie es. Bei mir nicht. Ist okay. Ist okay. Ist okay. Und wieder ein Tabupunkt. Oh. Yay. Oh, Kiba hat gewonnen. Hätte ich mal doch. Hätte ich doch 50 setzen können. Hättest du. Aber. Bei Glücksspielen weiß man halt nie, ne? Ja, das ist wirklich so. Bei einem anderen Stream, wo ich öfter mal reingucke, die macht meistens so Vorhersagen. Oha, da ist jemand sauer. Ich verliere, immer verliere ich, ja. Okay. Nee, bei mir ist das ausgeklärt. Da macht die Community schon Witze, so von wegen, ich stimme das, was Kiba nicht stimmt. Okay. Damit die dann gewinnen, sozusagen. Ihr könnt aber auch euch gegenseitig beklauen, ne? Nur mal so nebenbei. Nein, das machen wir nicht. So, ich kenne mich. Weiter. Wollen wir wetten, ich treffe Caro? Probier's aus. Nee, Rachel. Haha. Na ja, mein Gott. Gut gemacht, Rage. Gut gemacht, Rage. Du hast sie erwischt. Jetzt darf dafür Franzi die 36 Coins geben. Hm, halb so wild. Hast du hier noch was? Er hat ein paar, ja. Aber sie ist zurzeit auf Platz 2. Das, was sie was sie nervt. Nö, echt? Nervt mich nicht. Ja, zurzeit ist Deko Boss auf Platz 1. Trotzdem kommt keiner an meine Stunden ran, außer du. Willst du meine Stunden sehen? Ich sagte ja gerade, außer du. Dafür kann aber ich nichts. Tja. Nein, ich bin ja nicht nur einmal da. Siehst du, jetzt habe ich meine Coins gleich wieder drin. Und sogar Plus gemacht. Das ist ein bisschen panisch vor. Was kommt dir spanisch vor? Dass wir Leute zum Stehlen finden? Nein. Hm. Oh. Einander. Müsste zumindest jetzt so sein.
Aber ich muss aber auch ehrlich dazu sagen, in einer Hinsicht ist Franzi selber schuld, dass sie so wenig Coins hat. Erinnere mich bitte nicht an dieses Dilemma. Danke. Oh, doch. Wer verschenkt immer so fleißig? Oder ich hat er verschenkt? Ja. Ich bereue es ja schon, vor allem an den, an den ich es geschenkt habe. Was nochmal? Her. Wir haben wieder... Ach. Alles gut. Stimmt, das muss ich auch noch ändern. Ich muss bei einigen die Punkte wegnehmen. Krieg ich meine Coins wieder? Verspielt ist verspielt. Die waren nicht verspielt, die waren verschenkt. Verschenkt ist verschenkt. Verdammt. Schnell da auf die auf. Sonst fahren wir nämlich bei Kiba davon. Ja, ich hinterher. Ich habe den Anker schon gewerft. Sehr gut. Ja, im Notfall wäre ich gestorben. Irgendwie wäre ich schon bei euch gelandet. Ah, wir lassen hier keinen Schiffbrüchigen. Gleich. So musste ich das vor einem Singleplayer machen. Ich bin nur schnell auf die Insel gehüpft und dann war das Floß weg. Ja. Musste ich mich einmal kurz opfern. Wieder ein Eisenkopf. Oh, ein Metallerz. Ein Titanerz. Besser als kein Titanerz. Muss man schon so sagen. Besser als kein. Anzi, weißt du noch, wie viel ich gegeben habe an Holz? 300 noch was. Ja, ich habe jetzt schon wieder knapp 400. Ich habe noch 200. Noch 207. 206. Ich habe 96. 960 wäre doch geil, oder? Da freut sich gleich wieder Franzi, da wird's wieder hellhörig. Was hast du gesagt? Natürlich. Aha. Die Bäume wachsen, das ist sehr schön. Hier werden die Erdäpfel und die roten Rüben rangezüchtet, das ist auch perfekt. Meine Moscherie sind gleich alle. Die Titanerze haben jetzt auch schon ein paar. So, du kannst neu anlegen, ich habe sie alle rausgenommen. Mhm. 18 mit 18 geil. Mal den besserten für den verbesserten. Musst du erstmal einen normalen Ofen erforschen. Haben wir ja doch schon. In der Batterie und Honigfarben. Batterie bauen. Batterie. Die haben wir auch davor. So, Batterie, da brauchen wir einmal das. Plastik und. Du musst aber auch einen ganz normalen Ofen reinschmeißen. Nee, brauche ich nicht. In den Forschungstisch. Steht bei mir nicht angeschrieben. Hab ich schon. Hm.
Lol, man kann auch den High-Happen so herstellen. Haben wir überhaupt eine. Haben wir überhaupt irgendwo. Ja, haben wir. Ja? Was? Lass mir das mal rein, das wird interessant. Alles. Dann bauen wir einmal das noch. Das noch. Ja, das wird eh keiner mehr benötigen, das kann ich wegmachen. Eh keine Sau mehr benutzen. Deswegen brauche ich nur das hier nachbauen. Okay. Da müsste ich mal ganz kurz rein, bitte. Danke. Erforschen. Haben wir? Dann brauchen wir. Rede können wir auch so herstellen. Ja, geil. Also ich muss ehrlich sagen, das ist echt geil. Richtig geil. Richtig geil. Pilz brauchen wir. Rote Blume, schwarze Blume. Einmal den schwarzen Schweinkopf. Daraus kann man dann Leder erforschen. Nice. Okay, okay. Und wir haben dann noch einiges dann vor. Eins fehlt hier überhaupt. Der Franz hier nicht antun. Hat nun begonnen, wer gewinnt? Aha, einer hat gewonnen. Ja. Wah, 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 wah. Lacht bestimmt an der Zahl. Ja, sicher. Nur an der Zahl. Ja, guck doch hin, sonst nehme ich was anderes. Ich glaube, eines müssen wir sogar vor. Davor haben wir das schon. Bin mir sicher, das haben wir. Haben wir. Genau. Haben wir schön erwischt. Aber, liebe Franzi. Können wir da endlich hergehen? Ja. Oh. Ist gerade vor mir eine Insel gespawnt. Eine direkt große. Vor deiner Schnauze? Ja. Einfach hochgekloppt. Eine große Insel mit Tieren. Franzi. Muni! Axus-Boss. Muni! Bitte! Ich hab zu tun. Muni! Ich hab zu tun. Muni! Ich hab zu tun. Muni! Gib Muni! Ich hab zu tun. Lauf zu fressen, gib Muni! Ich hab zu tun. Los! Ich hab zu tun. Ich hab zu tun.
Ach, das haben wir ja doppelt. Das wegschmeißen. Hallo. Moni. Hallo. Gib mich Moni. Hallo. Moni. Hallo. Bitte. Hört ihr das, Leute? Die Dame kann einfach keinen richtigen Satz aus ihren Lippen rausbauen. Nicht einmal ein richtiger Satz. Ich feiere das. Bitte Moni. Ich finde das so richtig amüsant. Gib mich Moni. Los jetzt. Ah, bist du schon unterwegs auf deinem? Ja, ich loote noch ein bisschen auf dem Wasser. Achso, auf dem Wasser, okay. Ja, wir machen mal runter. Ich würde mal sagen, habe ich überhaupt genug Muni? Recht aussehen. Werde aber jetzt, ein Pfeil aus. Den kann ich nicht. Den hier bauen. Aber noch ein bisschen. Soll ich mal versuchen, den neuen Pfeil zu bauen? Weil bei mir ist es ja nicht mit Honig. Dass ich dir die gebe dann. Okay. Wäre geil. Brauche ich bloß Federn für. Ich habe jetzt gerade Federn verballert. Ah, schlecht. Dann kann ich das nicht. Nee, dann habe ich. 6 braucht man für 3, für 6 Pfeile, ne? Ja. Ja. Aber ich habe jetzt 25 Stein und 18 Metall. Das heißt, es müsste reichen eigentlich. Wollen wir nur kurz schlafen gehen? Können wir? Damit wir die Nacht kurz überspringen, damit ich dann besser sehe. Die Bäume müssten eigentlich dann jetzt auch fertig sein. Was? Schaufel habe ich. Da bin ich auch gleich Schmutz. Komm, Smitty, mit dem Kugelfisch unten. Ja, weißt du, wie man. Ja, na klar. Also mit dem Speer? Ja, ja, alles gut. Okay, cool. Bin vorbereitet. Yay! Money! Auf doch weg. Ja, da. Errungenschaft freigeschalten. Jawohl. Errungenschaft! Das ist cool. So, was haben wir? Jetzt ist nur die Frage: Schaffe ich das, dass der aggressiv auf mich wird? Ich denke mal einmal treffen, ne? Ich glaube ja. Ja, da müsste er mal tiefer. Wird er dann auch aggressiv, oder? Wenn du den einmal triffst? Der Hai nicht. Ja? Ach! Das war close. Ja,
komm runter. Fast unmöglich. Oh. Komm, Alter, nicht diese spontanen Richtungswechsel hier. Ja, also der Treffer. Ding ist, jetzt hat Akku auf dich aber. Weil du oben bist, ne? Ja. Keine Ahnung, wer da oben unterwegs ist. Ich bin unter Wasser. Ich ist das Tierchen. Ich finde aber keine. Beweise. Nein! Der fliegt, du. Hab ich. Dieses ewige Richtungswechsel von. Ah. Anzi hat natürlich die beste Chance vergeigt. Immer auf der Plänen, dann sollen sie. Naja, du hast den Akro genommen, nicht ich. Egal, dann holen wir halt die Federn anders. Hühnchen. So. Ach, klebtes Huhn. Ja, Franzi, doch nicht immer die Beste mit. Ne? Im Millimeter. Millimeter macht viel aus. Ha. Hab's. Mit was für einer Wiese willst du das jetzt ernähren? Ich kann doch nicht sterben. Doch können sie. Nee. Nicht an Hunger. Doch können sie. Nein. Doch? Nein. Wollen wir wetten? Können wir. Du willst was freilassen? Brauchst du nicht freilassen, ja. Es gibt doch Schmutz auf der Insel. Aber die können wirklich nicht an Hungerstod sterben. Die sterben an irgendwelchen anderen Sachen, keine Ahnung. Abend zusammen, einen wunderschönen guten Abend, Knecht zockt. Vorbeischaust, freut mich. Ich hoffe, dein Tag war auch so. Beschönend als unserer. Und eine Ziege rennt hier auch rum. Ach, Manu. Und keine Muni mehr. Voll uncool. Ah, hier. Aua. Hier. Cool. Ah ja, klar. Hier Platz habe ich noch.
Ich brauche eine rote. Habe ich? Dann eine schwarz. Eine Seil ist jetzt besser. Schwarze Blut. Blaue haben wir auch gesagt. Einer zum Forschen. Baby Leon. Hey Leon. Ich komm gleich wieder. Ganz frech. Hm. Ja. Ganz frech, haut sie einfach ab. Die traut sich was. Jo, ne? So. Immer noch. Ach, da. Schwarze Blut. Perfekt. Was wird jetzt. Was wird jetzt krass? Amen. Okay. Hab's verstanden. Kann ich nicht so anlegen. Brauchen wir jetzt. Essen. Essen. Tragen. Scheiß auf das Wasser jetzt. Ich würde da jetzt wegballern. Alle sind jetzt auch nicht. Da ist noch eine Kiste. Hast du Blubberfische unten gehabt? Ja. Wie viele hast du bekommen? 8 Mal Glibber habe ich jetzt. Geil. Oh shit. Einer explodiert. Nee, bin voll. Ich kann ja nicht explodieren und friedlich. Da oben. Wir können. Komm schon. Ich will deine Federn haben. Komm her da jetzt. Fliegt er. Die ganze Zeit ist er oben. Da drüben. Komm her, da habe ich noch. War zu kurz. Komm schon. Komm her jetzt. Was? Nervensieg. Geh mit Gerda auf dem Flug. Und? Viel Spaß beim Stehen. Viel Spaß beim Stehen. Hallo, hi. Und tschüss, hi. Ich muss erst mein Inventar hier. Das. Nee. Zack. Machen wir das Schmack rein. Erforschen.
Erforschen. Forschen. Forschen. So. Das haben wir. Ach, Sand, habt ihr kein Sand erforscht? Doch. Nee, er verlangt einen Sand zum Erforschen. Okay. Dann haben wir anscheinend keinen Sand erforscht. Habe ich einen Sand erforscht. Alles können wir auch explosiv beim selber herstellen. Mhm. Wieder da. Und gleich tot. So, das heißt. Was überhaupt? Ja. Und Stoff. Mal kurz professorisch da herstellen. Ja, professorisch. Ja, stell den rein. Ach, verdammt. Oh. Fakt ist, wir hätten den gleichen Gedanken. Ja, ja. Na gut, dann ist ja nur vorübergehend. Das andere wird ja, das wird ja schön gemacht, nur dass es jetzt vorübergehend, dass man mit da eben hier Wasser und. Du musst ihm einen neuen Namen geben, der ist einfach weg, der Name. Nein, ich habe nichts gelöscht. So, Glibber schmilzt und ich glaube, unten ist alles erstmal soweit fertig. Unten. Ja, oben hast du. Gib dir mal kurz meine Axt, kannst du oben mal die Kisten holen und die ganzen Bäume abhacken. Mhm. Hier hast du meine Axt. Sofort los. Das kostet ein bisschen Abladen hier. Also dadurch haben wir da einige Bauelemente mehr. Wahrscheinlich hier. Zack, müssen. Weil da fehlt uns. L. Aber Leder können wir jetzt selber herrschen. Was braucht man Kupferbahn für Leder? Einen einfachen Reiniger. Echt witzig. In welchem Menü kannst du Leder herstellen? Ressourcen. Okay, ich nicht. Hm? Ich kann's nicht. Das wird lustig, Leute. Das wird. Auf jeden Fall alles anpassen. So, Franzi lebt wieder. Mhm. Wir haben das jetzt bald. Er hat einen Schatten gehabt. Egal, ich speichere jetzt mal ab. Haben wir mal gespeichert. Ah, du hast allerdings mir eine mit. Aber auch. Eine gleich hervor. Okay. Mach's gerade oben alles klar, Schiff, ne?
Ich hack jetzt hier die Bäume ab. Okay. Dann, werd mir was jetzt. Ach so, da du gestern geschimpft hast. Er hat geschimpft. Du. Was denn? Guck mal auf die Uhr. Okay. Das weiß ich mit alle schon. Oh, das. Jetzt dann noch. Stelle zu. Dann bauen wir das zusammen. Haben wir jetzt eh ganz, ganz viele davon. Die Leder haben wir jetzt keins. Das könnte ich zwar bauen. Nee, auch nicht wegen. Hier, die habe ich nur. So. Legen wir uns das jetzt mal. Okay, haben wir wieder eins mehr. Hier, cool. So, Fleisch ist fertig. Das ist fertig. Das ist fertig. Ist noch am. Fluss. Oh, in Westen. Ja. Sehe ich gerade. So ist es. Alles klar, alles klar. Gut. Dann sage ich mal, das war's dann für heute. Machen wir dann, wenn du morgen Zeit hast, wieder weiter, lieber? Sieht schlecht aus morgen. Sieht schlecht aus morgen? Ja, jetzt Wochenende wollen wir zu meinen Eltern fahren. Okay. Okay, ist nicht so schlimm. Dann machen wir auf jeden Fall auf den Floß wieder weiter, wenn du wieder schreibst, dass du kannst. Ja. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall wieder weit gekommen. Floß ist auch ein bisschen weiter gewachsen. Ein Küken haben wir da. Ach, schau, Franzi, dein erstes Ei. Yay. Wie gesagt, machen wir dann beim nächsten Mal weiter. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ja, auf jeden Fall. Bedanke ich mich auf jeden Fall für alle, die gehalten haben. Wie gesagt, beim nächsten Mal, wenn Dankiva wieder da ist, werden wir natürlich auf dem Floß weiterbauen. Bis dahin wird auf dem Floß quasi nichts mehr weitergemacht. Bleibt stehen, weil wir haben die Regelung so, wenn wir hier diese, dass wir das dann auch mit der Konstellation weitermachen. Ausgenommen, es kommt jemand hin. Das ist dann wieder was anderes. Haben wir eine Person mehr. Aber es ist dann trotzdem nicht schlimm, wenn die drei Personen, die das aufgebaut haben, dennoch weitermachen, wenn die vierte Person dann wiederum nicht dabei ist. Somit mit den Worten, ich wünsche euch beiden Spaß. Weiter noch. Euch noch eine gute Nacht und auch den lieben Chat. Ja, wunderschön gute Nacht. Schlaft gut. Und noch dazu werde euch dann noch weiterschicken. Kollegin, kommt drauf an, wer gerade von den beiden online ist. Ja, das ist schon zu wem ich euch schicke. Also dann, viel Spaß. Rastet aus bei ihr, wie auch immer. Und wir hören uns. Tschüss. Ciao. Ciao.
Shine.